Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Zukunftsfinanzierungsgesetz der Ampel geht an den meisten Menschen in diesem Land vollkommen vorbei. Deren Zukunftsängste beseitigen Sie mit diesem Gesetz überhaupt nicht. Zukunftsfinanzierungsgesetz, das ist ein ziemlich großspuriger Name für ein ziemlich kleines Gesetz, meine Damen und Herren. Schauen wir uns mal an, was die Ampel als grundlegende Zukunftsfinanzierung sieht. Die Einführung einer Börsenmantel-Aktiengesellschaft. Das betrifft vielleicht einige hundert potenzielle Unternehmensgründungen und wird vom DGB als Umgehung von Mitbestimmungsrechten für die Beschäftigten betrachtet. Höhere steuerliche Freibeträge für die Kapitalbeteiligung von Beschäftigten, was die übergroße Mehrheit der abhängig Beschäftigten doch überhaupt nicht betrifft. Das kommt doch gar nicht in Frage für Sie. Die Schaffung sogenannter Mehrstimmrechtsaktien, das schwächt die ohnehin dürftigen Rechte von Kleinanlegern. Und Wagniskapitalfonds erhalten mehr Möglichkeit, keine Umsatzsteuer abführen zu müssen. Dieser Gesetzentwurf mag die Zukunft einiger FDP-Wähler sichern, aber in der Breite bewirkt er nichts. Man geht von der falschen Annahme aus, dass eine Stärkung des Finanzstandortes die private Investitionstätigkeit ankurbeln würde. Wie ist es in der Praxis? Höhere Gewinne von börsennotierten Unternehmen werden derzeit nicht eingesetzt, um neue Investitionen zu finanzieren, sondern um Dividenden auszuschütten und Aktienrückkäufe vorzunehmen. Was wir brauchen, meine Damen und Herren, um die Zukunft zu finanzieren, sind öffentliche Investitionen. Dafür brauchen wir ein Gesetz. Und deshalb, wie müsste also ein echtes Zukunftsfinanzierungsgesetz aussehen? Also so als freundlicher Service Ihrer linken Opposition ein paar Anregungen. Sie reden von Vermögensbildung. Und das wollen Sie ja, die wollen Sie ja mit diesem Gesetz auch fördern. Ja, wer eine sichere Zukunft will, der muss so dafür sorgen, erstmal, dass Menschen von ihrer Arbeit leben können. Das heißt Mindestlöhne rauf, das heißt Niedriglöhne bekämpfen, das heißt die sachgrundlose Befristung abschaffen und die Leiharbeit. Das ist doch zynisch, Leuten, die zu Mindestlöhnen arbeiten. Wie sollen denn die jemals in ihrem Leben Vermögen bilden? Zukunft finanzieren heißt, die Bereicherung von oben endlich zu stoppen. Die 5 reichsten Deutschen besitzen mehr Vermögen als die ärmere Hälfte der Bevölkerung in diesem Land. Über 40% der Menschen in diesem Land haben überhaupt keine Ersparnisse oder sogar Schulden. Ja, also das ist für die vollkommen, die besitzen auch keine Aktien. Es ist in dem Fall vollkommen egal, auf digital oder auf Papier. Und deshalb, wenn man die Zukunft finanzieren will, muss man doch die öffentlichen Investitionen stärken und dafür sorgen, dass Menschen wirklich eine sichere Zukunft haben, meine Damen und Herren. Gerade mal 400 Millionen Euro haben Sie aber an Übergewinnen bei den Stromerzeugern abgeschöpft. Die fetten Monate von 2022 blieben komplett außen vor. Die privaten Haushalte mussten wegen der Preiserhöhung zweistellige Milliardensummen mehr bezahlen. Was wir brauchen, ist eine echte Übergewinnsteuer in Deutschland. Die brauchen wir. Schreiben Sie das in ein Zukunftsfinanzierungsgesetz. Und Zukunft finanzieren, das heißt doch in erster Linie, dass wir Wirtschaft und Gesellschaft klimagerecht umbauen müssen. Und was wir dazu brauchen, sind öffentliche Investitionen, nicht immer wieder irgendwelche Steuerentlastungen für Unternehmen in der Hoffnung, dass sie ja dann irgendwie investieren könnten. Nein, wir brauchen öffentliche Investitionen, weil wir eine immense Investitionslücke haben bei der Schiene, bei den Brücken, bei der Infrastruktur. Das 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr hat doch erneut gezeigt, wo ein Wille ist, da ist auch Geld. Und das heißt, wir brauchen doch ein Investitionsprogramm, von mir aus nennen Sie es Sondervermögen, für die Bildung. Wir müssen in die Sanierung der Krankenhäuser investieren, in den Klimaschutz, in die Bahn. Meine Damen und Herren, das wäre echte Zukunftsfinanzierung, aber nicht dieses Gesetz.